Nerdzone. Hallo allerseits, herzlich willkommen zurück zu Terraria Journeys and im Expert Mode. Heute will ich zuerst mal ein bisschen nachschmieden. Das heißt, die Modifikatoren ein bisschen aufpäppeln. Dazu gehen wir zum Goblin-Tüftler. Und schauen mal, dass wir hier ein bisschen mehr aus unserer Ausrüstung rausbekommen. An Schaden oder an Verteidigung und sonstigem Zeug. So, damit wir nicht gestört werden. Nachschmieden. Beginnen wir mal mit dem Spinnenstab. Faul. Eifrig. Den Spinnenstab will ich gern rücksichtslos haben. Gestört, wütend. Wenn das geht, ich weiß ja gar nicht. Geld haben wir genug. Mystisch wäre schon ganz cool. Dämonisch. Hui. Meister. Unangenehm. Tödlich. Schaden und Tempo. Mörderisch. Überlegen. Da gibt's doch. Agil. Rücksichtslos. 19% Schaden. Dann der nächste. Den will ich auch rücksichtslos haben. Ich brauche hier auf jeden Fall richtig viel Kohle. Ja, okay. So. Das geht ja nicht, oder? Nö. Dann beginnen wir hier mit. Ich glaube, ich will hier alles auf abwehrend haben. Das bringt mir nämlich ordentlich Verteidigung. Hey. Weg hier. Hier ist es. Oh Mann. Ich habe hier kein Geld mehr, aber es. Ach, wir haben hier immer noch 96. Das ist jetzt hastig. Ich will abwehrend haben. Genau. Gepanzert. Und jetzt ist es vorbei mit dem Geld. Ja, recht weit sind wir nicht gekommen. Aber gut, vielleicht hilft ja das schon ein wenig. Außer. Ja, ich glaube. Ich will das jetzt mal durchziehen. Das heißt, ich werde jetzt erstmal ein wenig Geld farmen und das werden wir mal, glaube ich, hier machen.
Dafür haben wir das schließlich auch irgendwie gebaut. So, das heißt, ich werde hier ein wenig Geld farmen und wir sehen uns gleich wieder. So, hier sind wir wieder mit fast 2 Platin. Und jetzt schauen wir mal, ob wir zumindest... was Schönes bekommen. Oh, da war's. Ach. So, abwehrend. Abwehrend. Den machen wir hier auch noch abwehrend. Sollte es sich ausgehen noch. Oder geht das überhaupt hier? Hm. Sieht wohl nicht so aus. Gut. Ich würde mal sagen, wir starten einen kleinen Versuch. Wir versuchen wieder mal die Queen Slime. Und zwar starten wir hier. Ach ja. Wichtig. Ein Günstling mehr, ein Minion mehr, und hier haben wir dann auch noch ein paar Tränke, die wir uns einwerfen. Ich habe auch meine Schuhe weggepackt, weil ich vorhätte, so genau, mit dem Einhorn rumzureiten. Da werden wir versuchen, hier zu starten. Einen Wiederherstellungstrank, einen Eisenhauttrank, einen Beschwörungstrank, dieses Fläschchen hier und das war's. So, wir beschwören, was geht und... ach ja. Und doof bin ich auch, wir beginnen nicht hier. Wir müssen ja hier drüben beginnen. Ups. Und zwar hier. Wo war hier mein... hier war meine Plattform. So, ich bin nervös, aber schauen wir mal. Ich komme hier nicht mehr rauf. Ich komme nicht mehr rauf. Oh toll. Ich muss jetzt versuchen, hier irgendwie möglichst rasch... was ist das? Das ist doch die Krone von... genau. Oh. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Vor allem muss ich auf die andere Seite... ah, oh, das ist... übel. Oh. Ja. Ja. Ich muss die Plattform weiter nach oben basteln. Mann, Mann, Mann. So. Trotzdem starten wir jetzt mal hier. Thank you.
Ohne die Stiefel kann ich auf jeden Fall bei weitem nicht so hoch fliegen. Ist natürlich kacke bei dem. Also ich sollte ja hier anfangen. So. Weiter nach oben, das ist nix. So, wenn ich hier stehe, dann wird das passen. So, das heißt, ich starte hier und hier komme ich wieder rauf dann. Okay. So, das heißt, Tränke eingeworfen. Viecher beschwört. Und los geht's. Autsch. Tut immer noch weh. So, aber jetzt, diesmal lassen wir es ganz langsam angehen. Hundert Schaden. Ah, ich wollte gerade einen Heiltrank nehmen. Das ist... Was könnte ich hier anders machen? Ich starte noch einen Versuch. Immerhin hätte ich schon 48 Verteidigung, das ist doch gar nicht so wenig. Und wenn ich dann noch den Eisenhauttrank dazu rechne, ist das ja trotzdem ganz schön viel, oder? Also 48, wie gesagt. Jetzt sind es 56 Verteidigung. Das ist ja gar nicht zu wenig, oder? So. Ich habe noch keine Viecher beschworen. Ja auch Leute, die schaffen die Queen Slime ohne überhaupt getroffen zu werden. Ha. Keine Ahnung, wie das funktionieren sollte. Wieso trifft mich die so oft? So, jetzt ist sie. Boah, weg hier, weg hier.
Ich hätte nur einmal umdrehen müssen und ich glaube, dann wäre es. Dann hätte es gepasst. Hier, der hier war mir im Weg. So einen Beschwörungstrank bräuchte ich. Was brauche ich dazu? Was brauche ich dazu? Ich nehme mal an, eine Tagesblume. Nehmen wir mal, ich glaube, am einfachsten wäre es, wenn ich hier eine Wasserflasche mitnehmen würde und mal den Guide frag, was man daraus alles zaubern kann. Aber ich spür's, ich bin nah dran, dieses unglaublich dämliche Vieh zu erlegen. So, Beschwörungstrank. Nö, 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 nö. Ja. Oh, einen bunten Schmalzfisch und Mondglanz. Oh Mann. Also Mondglanz habe ich, glaube ich, ein wenig. Habe ich? Nö, schade. Ich könnte aber noch was anderes versuchen. Moment, zuerst mal Mondglanz. Mondglanz habe ich. So, und die Fische. Und der Schmalzfisch. 7 Stück, naja. Da können wir jetzt mal den Trank herstellen. Sehr gut. Das passt. Und ich glaube, ich versuche es diesmal mit einem, nicht mit dem Magmastein hier. Sondern, wo ist es, wo ist es, wo ist es? Dieser komische Wurm hier. Wo war der? Wo? Was? Hier. Wurmschal. Verringert eingesteckten Schaden um 17%. Das hört sich doch gar nicht so verkehrt an. Oder? 17% weniger Schaden. Das heißt, etwas länger überleben. So, ein paar Versuche haben wir noch. Wenn ich es ein wenig langsamer angehen lasse und etwas vorsichtiger vorgehe, dann habe ich das Gefühl, wird das, dann wird das. So, ich glaube, wir haben alles. Einmal, zweimal, dreimal und viermal. Dann vergessen wir das mal nicht. Ein paar Viecher zu spawnen und oh. Oh, rauf. So, wo ist sie? Die Schleimi Königin. Diesmal schaue ich, dass mich nichts trifft.
So. Ja, ich will nicht zu vorschnell reden. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass mich hier alles trifft. Und ich glaube, irgendwie glaube ich, es war ein Fehler, meine Plattform aus diesen Plattformen zu bauen. Ich hätte es lieber ich hätte es lieber mit als jetzt muss ich aber nur laufen. Ich hätte es lieber als Stein aus Stein bauen sollen. So, um zu warten. Autsch. So, wechseln wir wieder die Richtung. So wäre es schön. Wenn es so dahin gehen würde, wäre das wirklich cool. Jetzt muss ich schauen, dass ich, zack, so gut es geht, die Richtung wechsle. Und das ist nicht gut. Sie hat nur noch 4000. Konzentration. Es sieht jetzt gut aus. Ach, es sehe gut aus, wenn nicht alles hier. Ja. Ah! Sag ich's doch, die hatte keine Chance. Und die sind immer noch verdammt gefährlich. So, was hat die jetzt für mich? Sprunghafte Gelatine, die Feinden in Abständen Schaden zufügt. Glitzerschleimballon. Sattelkissen, okay. Haken der Unstimmigkeit. Und okay. Aber eigentlich nicht das, was ich wollte, weil die hätte einen sehr, sehr netten Stab, glaube ich. 4 Minuten Eisenhaut Wiederherstellung, das würde noch 4 Minuten passen. Ich glaube, das werden wir jetzt nochmal versuchen. Das war eigentlich verdammt knapp, aber sehr cool. Also hat mir gefallen der Kampf. So. Und diesmal, ja, versuche ich, dass sie mich noch weniger erwischt. Vor allem die. Sie macht ja, glaube ich, gar nicht so viel Schaden, außer sie setzt sich auf mich drauf. Aber grundsätzlich. Ja. Grundsätzlich machen ja die anderen Viecher hier, die fliegenden Dinger da, am meisten Schaden. Thank you.
glaube, dass der Kampf wäre deutlich einfacher, wenn ich noch eine längere Plattform hätte. Dann würde die nämlich noch weniger Schaden machen bei mir. Weil ich nicht da und in die Situation komme, dass hier alles auf mich schießt, von oben, von unten und überhaupt. So, jetzt heißt das Überleben den Richtungswechsel. Und dann könnte das ja schon wieder hinhaben. Jetzt müssen wir wieder Richtung wechseln. Der Richtungswechsel ist immer das Schwierigste und Gefährlichste. So, jetzt darf sie mich nicht mehr oft treffen. Von einem Monstergeist sind wir erledigt worden. Wie schön. Wanderndes Auge Drachen. Drachen fliegen lassen, okay. Sprunghafte Gelatine. Ja, wir könnten eigentlich das mal versuchen. Ich glaube, so viel weniger Schaden habe ich jetzt doch nicht genommen durch diesen Wurmschal. Einen Versuch mache ich jetzt noch. Und beim nächsten Mal versuche ich dann Dreadnought. Da ist schon wieder dieser. So. Beim nächsten Mal versuche ich dann Dreadnoughtilus zu killen. So viele Gegner hier. Warum mag mich keiner? Ich sitze auf einem glitzernden Einhorn. Warum mag mich keiner? So. Tränke einwerfen. Viecher spawnen. Und los geht's. Und das hat sich schon wieder nach zu einem Monster-Dingsbums angehört. Oh, die mag ich nicht. Die hier. Die sind lästig.
Hardy treffen. So, sie fliegt. Sie fliegt auf uns. Boah, jetzt sind wieder einiges an Gegner hier. So. Jetzt hätte ich wieder ein bisschen Luft. So wäre es wirklich angenehm. Jetzt kommen die dummen Schleimis wieder. So, Richtungswechsel. Entschiedener Richtungswechsel und los geht's. Viertausend. Ist auf jeden Fall machbar. 2000. Nicht, wenn ich zu lange warte auf sie. Das war's. Jawohl. Sehr schön, schön langsam kommt Übung in die ganze Sache. So, Moment, das hier ist. Das ist ausrüstbar. Kissen. So, wir haben keinen Platz mehr. Wir brauchen dann eine neue Truhe. Okay, jetzt haben wir eigentlich wieder das gleiche bekommen. Ach. Und ich würde sagen, ich kill jetzt dieses blöde Vieh so lange, bis sie mir den Stab überlässt. So, nachdem wir jetzt die Schleimkönigin, ich glaube, viermal besiegt haben, habe ich nicht nur hier dieses Kristall-Assassinen-Set, das ich eigentlich gar nicht wollte, und ein paar andere Sachen, die ich gar nicht wollte, aber ich habe auch den hier bekommen, den Klingenstab, und der macht Folgendes. Ach so, das ist nur einer. Okay, aber der macht das hier. Das ist sehr cool. Der macht nämlich zwar nur 7 Beschwörungsschaden, allerdings der verzauberte Dolch ignoriert einen Großteil der feindlichen Verteidigung. Und das heißt, er macht nicht 7 Schaden, sondern der macht viel mehr. Und das ist sehr, sehr nett. Schauen wir mal, wenn wir uns hier runterstellen, was er da macht.
Ja, der macht schon nicht Schaden. Jawohl, also das Kapitel Queen Slime ist für mich somit abgeschlossen. Endlich. Und wie gesagt, beim nächsten Mal. Ah, ist das schön. Beim nächsten Mal schauen wir mal, ob wir nicht Dread Nautilus killen können. Das wäre zumindest jetzt mein nächstes Ziel. Okay, für heute würde ich sagen, war's das. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.